Tschüsschen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. So, Freunde, heute öffnen wir mal einen Überraschungsei in Minecraft. Und wenn es dir gefällt, lass gerne ein Like da. Und so, dass du da, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß. Hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist vom letzten Video, freut mich, dass du wieder dabei bist. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin immer noch richtig krank, Freunde. Und ja, was gibt es sonst so zu erzählen? Nicht viel. Und zwar haben wir ja unser Haus hier am Bauen. Und ich probiere einfach schnell ein Video für euch aufzunehmen, Freunde. Aber ihr hört es ja an meiner Stimme. Ich bin richtig krank. Deswegen kam auch die letzten Tage kein Video. Ralf, reicht's? Du bist auch noch da. Freut mich. Ja, Freunde, also, ich möchte auf jeden Fall ein paar kurze Updates geben zur Stadt. Ihr seht, das Haus wird langsam mehr, also, es ist jetzt auch so viel wie in der letzten Folge, aber an die Leute, die schon lange nicht mehr ein Video gesehen haben, ihr seht, das Haus ist schon auf einem guten Weg. Also, wir haben es zumindest eingegrenzt, es kommt auch keiner mehr rein von außen, es sei denn, er kommt von oben, es ist jetzt ein bisschen suboptimal, aber so von der Seite ist schon mal alles dicht. Hier muss ich noch ein bisschen nachhelfen. Moment, Freunde. So, zack, zack. Ja, und hier auch nochmal. Sehr schön. Und dann machen wir mal hier die Blöcke weg, weil sonst sieht es ein bisschen doof aus, wenn ja so braunes Zeug rauskommt. Einfach so ein bisschen Holz oder Clay, besser gesagt. Was da ja eigentlich nicht so hingehört, Freunde. Das gehört ja eigentlich nicht so hin. So, also, ihr seht, das hier ist jetzt alles schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. So, also von außen ist alles sicher. Ich möchte natürlich auch noch mal kurz die Tiere zeigen, was da denn so abgeht. Ob es denen gut geht. Die haben ja das Gehege erneuert. Wir machen mal obligatorisch hier eine kleine Tür rein. Schadet es ja nicht. 6 Holz können wir gerne aufbringen dafür. Und dann haben wir eine Tür zumindest. So, das wäre jetzt schon mal alles erledigt, meine Freunde. Jetzt gehen wir nach unten. Und zwar zu den Tieren, denn wir haben ja ein neues Gehege gebaut. An die Leute, die es nicht gesehen haben. Und zwar haben wir das Kuh und... Nee, es ist nur das Kuh, ein paar Schafe sind... Nee, Kuh und ein paar Chicken sind drin. Und das sind Ninjagos, die Bösen. Die haben wir immer noch nicht aus der Stadt bekommen. Und der folgt mir, Leute. Hey, hör auf. So, gehen wir mal kurz hier vorbei. Und danach habe ich noch eine kleine Überraschung, Freunde. Ist ein kleines Überraschungsei hier in der Stadt gelandet, was wir unbedingt öffnen wollen. Ich hoffe, euch gefällt's. Und auch, dass meine Stimme ein bisschen komisch ist, tut mir auf jeden Fall leid, Freunde. Und die sind doch Schafe drin. Also die Schafe und Kühe, denen gefällt es hier mittlerweile echt gut, Freunde. Das Gehege ist richtig groß geworden im Vergleich zu vorher. Hier außen geht es noch weiter. Und ja, also, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, Freunde. Die Tierfarm wird immer, immer größer. Und haben wir noch ein bisschen Weizen da? Ja, das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal ein paar Tiere paaren. So, Freunde. Zack, zack, zack. Hier geht's weiter. Zack, zack, zack. So. Ja, Freunde. Nein! Jetzt sind wir reingeflogen. So, ein bisschen hier noch durchlaufen. Zack, 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 zack. Sehr schön. Okay. Mhm. Das gefällt mir alles in allem. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Zack. Und legen die Sachen mal wieder zurück, würde ich behaupten. So. Jetzt mal alles schnell ins Dings hier reinmachen. In die Kiste wieder. Und jetzt gehen wir zum Überraschungsei, Freunde, und gucken, was uns dort erwarten wird. Ey, bin ich eigentlich ein bisschen doof, Freunde? Ich glaube, ich bin ein bisschen krank, ein bisschen arg krank, dass ich sowas hier vergesse die ganze Zeit. So, wenn ich jetzt nochmal runterfliege, dann heule ich. Oh, es war aber wieder knapp. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat sie immer angefangen zu ruckeln. Komisch, Freunde, naja. Mal gucken, was denkt ihr, wird denn in einem Überraschungsei drin sein? Was Positives oder was Negatives? Ich hoffe mal sehr auf was Positives, Freunde. Und zwar vielleicht ein paar Diamanten. Diamanten, die kann ich immer gebrauchen. So, kurz hier hochgehen. Genau, Freunde. Und wie gesagt, es tut mir leid, ich probiere jetzt wieder jeden Tag Videos hochzuladen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, wenn ich erst meine Stimme so am Ende ist, sagen wir mal, um es harmlos auszudrücken, Freunde. Und das ist dann auch nicht schön für euch, das euch sich anzuschauen. Und ihr wollt ja den guten alten Sönche zurück. Gehe ich mal stark davon aus. Und jetzt muss ich mal gucken, wo das Überraschungsei ist. Ist es nicht... Das ist doch da oben gewesen, Freunde. Ach ja, Freunde, da vorne ist es. Jetzt habe ich es gesehen. So, zack, zack, zack. Gehen wir mal ganz kurz einen Schritt weiter. So. Moment. Perfekt, perfekt, perfekt. Da ist es, Freunde, klar.
Es sieht jetzt nicht aus wie eine Überraschung, aber kann ja nichts Rundes machen. Aber die Grundidee ist auf jeden Fall vorhanden und wir öffnen es. Und was ist drin? Freunde, Diamanten! Oh ja, Freunde, 9 Diamanten. Darüber kann ich mich nicht beschweren. 9 Diamantenblöcke. Das heißt, 81 Diamanten, Freunde. Wie geil ist das denn? Also, ich finde es mega. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es sehr kurz war, Freunde. Ich gebe jetzt wieder alles, was mir besser geht. Macht's gut und ciao. Lasst ein Like da, ein Abo und jetzt ciao.